Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Im letzten Part haben wir hier in Schloss Hyrule weitergemacht und genau das wollen wir auch in diesem Part machen. Und in diesem Part möchte ich auch ganz gerne dann Schloss Hyrule auch schon abschließen und dann eben im darauf folgenden Part, also im nächsten Part, dann den finalen Bosskampf des Spiels bestreiten. Sprich, das hier ist schon der vorletzte Part des ganzen Let's Plays. So, und hier erwarten uns erstmal noch die Typen hier, Dinodorisse, oder wie können wir die jetzt heißen. Ich habe leider nicht meine Herzen voll, ich kann also nicht meine Mega-Ultra-Wirbel-Attacke machen, das ist ein bisschen schade. Ich will, oder will ich sie sogar beide, ja, ich lock die jetzt mal beide her, komm, haben wir ein bisschen mehr Spannung, wenn sie beide herkommen, auf einmal. Ja, bam! Aber den hinteren, was, der ist schon gestorben? Was, echt, eine Riesensprungattacke reicht da aus? Heieiei. Warte mal jetzt, ich will mal kurz mit Planxien, doch, glaube ich, gegen die nicht funktioniert, ne? Ich will es mal kurz testen. Bam, ne, der ist da tatsächlich klug genug dafür. Ja, vielleicht finde ich doch mal irgendwo eine Lücke, wo ich ihn schon mit Planxien treffen kann, das kann schon sein, dass es auch geht. Ja, irgendwie bin ich immer zu blöd. Ich meine, das Problem ist, dass Link beim Langziehen von links nach rechts schlägt und er auch links sein Schild hat. Deswegen, ich glaube, ich soll es eher dann anders machen. Ohne, ja super, das war jetzt gut, ohne Langziehen. Am besten ja mit Schildattacke gegen die vorgehen, weil die klappt ja ziemlich häufig eigentlich. Könnte man meinen. Genau, und dann Helmspalter. Und dann noch danach hinterher treffen, wenn ich es dann schaffen würde. Oder einfach so umwerfen. Aber Fangstoß habe ich auch keine Zeit für die, da sind die zu schnell beim Aufstehen dann wieder. Also es steht immer ganz, ganz kurz Fangstoß dran, der A-Knopf unten, aber ich habe dafür nicht wirklich Zeit, na gut. So, die werden also auch tot. Ich frage mich übrigens, ob ich hier auch noch am Ende des Dungeons nochmal irgendwo Feen finde. Das wäre ganz cool, weil eine meiner Flaschen ist ja, ich meine, ja gut, alle meine Flaschen sind gefüllt, ja, aber in einer Flasche ist nur Lampenöl drin, was mir jetzt nicht so wirklich viel bringt. Ich will jetzt nochmal kurz in diese Tücher reingucken. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier durchgehe? Kann ich hier mir auch wieder irgendeine Abkürzung erschaffen zumindest? Wir schauen mal. Genau, okay, das kann ich hier machen, richtig. Ich kann den Kronleuchter hier ein bisschen absenken. Und habe jetzt dadurch hier eine Abkürzung erschaffen zum linken Weg. Okay, oder sogar zum rechten sogar auch. Ich glaube zum rechten nicht. Also wenn ich... Ja, ich will nicht nach unten fallen. Trotzdem, also wenn ich hier hänge, ich glaube, ich komme dann nicht hier hin. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Also um hier hinzukommen, muss ich immer noch ein bisschen den Weg außenrum gehen, leider. Oder komme ich überhaupt da oben? Komme ich zu dem Kronleuchter überhaupt irgendwie hin? Weil ich glaube, von der anderen Seite geht es doch auch nicht. Das ist doch auch zu weit weg, oder? Ich glaube schon. Also wenn ich hier zu der Tür hinkomme, muss ich da von außen sogar kommen. Also zu der Tür aus von dem Raum komme ich da gar nicht hin. Offenbar, oder? Ach, keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall, ich will eigentlich eher die andere Tür nehmen, die geradeaus vor uns liegt, um dann hier nach draußen zu gehen. Und wir merken auch schon, wirklich viele Räume fehlen uns in dem Dungeon jetzt eigentlich nicht mehr. Also wir werden auf jeden Fall den in dem Part abschließen können. Und dann eben beim nächsten Mal noch eben halt den Boss kalt machen, wie gesagt. So, und hier, jetzt sind wir wieder draußen, auf der Burgmauer laufen wir jetzt. Und dann hier fehlen uns noch zwei Truhen, eine geradeaus vor mir und die andere auf der anderen Seite. Aber erstmal erwarten uns hier noch Kämpfe. Und zwar noch gegen Aralfoss, oder einen erstmal zumindest. Hallöchen, ja. Ich möchte auf jeden Fall Greifhaken haben erstmal. Den habe ich nämlich gar noch auf keinem meiner Knöpfe. So, okay, sehr schön. Gut, dann. Ja, ich meine, die Aralfos sind ja ziemlich einfach eigentlich. Einfach kurz warten, bis er angreifen will, der Gute. Nämlich. Ja. Du darfst gerne. Jetzt, sehr schön. Dann herholen und ein bisschen draufhauen. Bam! Wäre natürlich jetzt noch cooler, wenn ich halt. Was? Warum kann er mich treffen? Wäre natürlich noch cooler, wenn ich jetzt noch meine Mega-Ultra-Wirbel-Attacke hätte, aber passt schon so auch. So, und bam, und eh schon tot. Okay. Ich wurde sogar einmal getroffen, was ein bisschen eine Schande ist, ehrlich gesagt. Aber, ne, passt schon. Wir haben ihn ja trotzdem ziemlich schnell dann besiegen können. Und hier in der Truhe finden wir, ich hoffe mal übrigens noch auf einen Stempel. Ne, okay, einen Schlüssel. Ja, ist auch gut. Also wir haben jetzt noch zwei Schlüssel übrig, genau. Und einen brauchen wir eben noch als Bonus dann. Also, anders gesagt, könnte man auch den Kampf gegen diesen Aralfus hier skippen. Weil es ja eben einen extra Schlüssel gibt. Aber dafür kommen wir dann halt eben am Ende zu dem Bonusraum nicht hin. Auf jeden Fall, ich hoffe eben, dass wir jetzt hier noch eben zwei weitere Stempel finden können. Denn wir können ja sehen, uns fehlen noch zwei Stempel. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass in dieser Truhe hier auf der rechten Seite, dass wir da noch einen Stempel finden können. Da waren nämlich im Original, glaube ich, dann nur Rubine oder so. Deswegen würde schon Sinn machen. Und dass wir dann eben noch in dem Mega-Ultra-Bonusraum hier, dass wir da auch noch dann einen Stempel finden. Und dann haben wir alle Stempel gefunden. Das wäre echt cool. Wie gesagt, wenn ich jetzt nur noch einen weiteren Stempel oder gar keinen weiteren Stempel mehr finden sollte, dann werde ich eben entweder am Ende diesen Parts, ja wahrscheinlich sogar am Ende dieses Parts, würde ich sagen. Also nicht am Anfang des nächsten Parts, sondern am Ende von diesem Part euch dann noch reinschneiden, wo denn dann noch eben der letzte oder die letzten beiden Stempel sind. Je nachdem. Müssen wir mal noch gucken. Achso, nee, okay, hier ist auch nicht drin. Hier ist der Master Key. Ja, stimmt natürlich. Also, hier werden wir auch keinen finden. Okay. Hilfe. Das ist ein bisschen viele Gegner auf einmal, oder? Hilfe!
Was zum... Was geht da vor? Irgendjemand hilft mir. Yay, danke Mo. Und danke, Raffler und, Chago und, wie hieß sie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie kamen auch noch hier und haben mir noch ein bisschen geholfen. Also, die waren nicht komplett nutzlos. Also, was ist nutzlos? Ich meine, die haben, ja, davor waren sie eigentlich schon nutzlos. Ne? Die sind immer an irgendwelche Orte hingegangen und haben mir gesagt, hey, komm da auch hin und mach irgendwas. Und ansonsten sind sie häufig nur in der Gegend rumgestanden. Man sieht Chago, der war wirklich einmal im Weg gestanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sie haben jetzt auch am Ende noch geholfen. Also, Chago hat da jetzt zwar nicht viel machen können, aber der ist ja auch keine Kämpfernatur. Der ist ja eher der Belesene von denen. Auf jeden Fall sehr schön, dass die mir jetzt noch am Ende geholfen haben. Yay, und wir kriegen hier den großen Schlüssel, den Master Key, wie auch immer, öffnet den Weg zum Boss, zum finalen Boss dieses Dungeons. So ist es. Gut, dann fehlen jetzt wirklich nicht mehr viele Räume, wie gesagt, denn ansonsten haben wir jetzt hier auch alles erkundet in der ersten und in der zweiten Etage eben. Und weiter geht es dann, kann ich hier mit dem Kreisel entlang fahren? Warte mal, das sieht ein bisschen so aus. Geht das? Ne, doch nicht. Okay, schade. Auf jeden Fall, hier geht es jetzt eben weiter, noch mit dem dritten und vierten Stockwerk. Und im fünften ist dann schon der Boss. Wir können jetzt nochmal ganz, ganz kurz uns vergewissern, dass wir auch wirklich in den ersten beiden Stockwerken alles mitgenommen haben. Also hier ist rein gar nichts mehr. Hier ist auch rein gar nichts mehr. Also hier ist wieder dieser Punkt, was ich jetzt mittlerweile weiß. Genau, das ist wirklich jetzt der Speicherpunkt eben. Aber da ist noch so ein roter. Ja, okay, der rote Pfeil zeigt mir an, dass ich gerade aus der Tür rausgekommen bin, ja. Das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, rote und gelbe Pfeile gibt es ja eigentlich in jedem Zelda-Spiel immer auf einer Karte. Rot ist immer, wo man herkam und gelb ist halt die momentane Position. Genau. Und da fehlen eben noch tausende Truhen, aber ansonsten sind wir dann fertig. Okay, sehr gut. So. Das sind noch die letzten paar Räume, bevor wir dann im nächsten Part dann eben den finalen Boss, sprich, ist ja kein Geheimnis, Ganondorf besiegen werden. So, was erwartet uns jetzt noch hier? Ah, der rum ist das. Der ist auch cool. Und ich höre und sehe schon und fühle jetzt auch, also Link fühlt es, dass hier irgendwelche bösen Gegner sind. Ah, genau, das ist jetzt ziemlich cool gemacht. Denn wir wissen jetzt, dass hier jetzt Ratten gerade an uns kleben und da wissen wir, das hat uns das Spiel früher beigebracht. Da haben wir jetzt schon gelernt durch das Spiel, dass wir da das Gespür einsetzen sollten als Wolf. Und das sollen wir auch hier wirklich machen, weil wir nämlich dann durch das Gespür wieder merken, dass hier wieder irgendwelche Typen rumstehen. Und nur so kommt man, nur so kommt man auch wirklich weiter, weil man eben hier eine Information bekommt von denen. Denn diese Typen hier zeigen einem hin, wo man jetzt hingehen sollte. Ich sollte hier also geradeaus gehen und ich sollte immer, wenn die irgendwo hinzeigen, hierhin, ich sollte immer geradeaus gehen, bis ich wieder bei einem anderen Zombie bin. Oder halt bis ich am Ende angekommen bin. Denn das Problem ist nämlich, wenn ich, ich zeig das mal kurz, wenn ich auf eine falsche Stufe hinauftrete, ich weiß nicht, kann ich mich da noch retten? Wartet. Oder? Ich dachte... Okay, ich dachte, die würden absinken. Ja, vielleicht sinken nicht alle ab. Aber du sinkst wahrscheinlich ab. Ich teste jetzt mal kurz. Ja, und du sinkst sehr schnell ab. Also, wenn man ganz... Jetzt habe ich 4 Herzen hergegeben, aber was war es mir wert? Wenn man ganz, ganz schnell ist, kann man das vielleicht noch schaffen und sich trotzdem noch retten. Auf jeden Fall, die fallen schon ziemlich schnell herunter, deswegen muss man schon wieder aufpassen. Und auf jeden Fall, das finde ich, ist halt echt cool gemacht hier, weil das auch wieder so eine Sache, die man als Spieler gar nicht merkt, aber die Entwickler wirklich sehr gut gemacht haben. Weil eben hier sie die Schattenratten eingebaut haben. Und da hat eben der Spieler schon früher gelernt, wenn die Schattenratten an mir kleben, dann muss ich das Gespür einsetzen. Und dadurch dann ganz automatisch, ohne das überhaupt gewollt zu haben, bemerkt der Spieler dann, hey, hier sind ja wieder diese Soldatengeister und die zeigen mir dann hier den Weg und das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Also, sowas mag ich immer voll gerne, sowas, muss ich zugeben. So, wir sind auch schon da an der anderen Seite, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier auch noch irgendwelche Plattformen absinken können. Könnte sein. Ja, warte mal, kann man die sogar auch erkennen? Ich meine, die hier sehen ein bisschen anders aus. Sinken die ab? Ja. Okay, also man kann sogar ein bisschen, oder ich meine, ich weiß nicht, kann man die da sehen? Aber hier kann man es nicht mehr wirklich erkennen, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das kann man gerade ein bisschen sehen, finde ich. Weil die hat ein bisschen eine andere Farbe. Und ihr habt auch gesehen, man kann schnell genug sein und kann sich auch noch retten im Notfall. Okay, hätten wir das auch geklärt. So, dann hier nach oben. Was erwartet mich hier Böses? Ich weiß nicht. Kommen hier irgendwelche Gegner? Keine Ahnung, könnte sein. Ich glaube, schafft irgendwie diesen Sprung? Ja, muss er eigentlich fast. Ja, war knapp. Ich weiß nicht, hätte ich mich auch hier hochziehen können? Ja, hätte ich. Okay, ich kann es auch so machen. Man kann auch sich hier ranziehen. Und Link verbrennt sich da zum Glück nicht. Sondern hier kommen noch weitere Gegner. Ja, weitere Exalfosse. Ich habe leider meine Mega-Ultra-Wirbel-Attacke nicht, wie gesagt, aber... Die kriegen wir auch so klein. Ja, komm mal her. Bam.
Und ja, ich meine jetzt aber keinen Fangstoß, weil Fangstoß ist eigentlich immer zu riskant, wenn mindestens zwei Gegner rumstehen, finde ich. Das ist viel besser, den zu machen, wenn nur ein Gegner da ist. Aber bei zwei traue ich mich jetzt immer nicht, weil während dem Fangstoß ist halt links schon ziemlich angreifbar und deswegen das will ich immer ungern machen eigentlich. So, und hier, genau, hier ist jetzt aber der Abstand ein bisschen zu groß. Und hier muss ich jetzt wirklich meinen Greifhaken verwenden, um hier nach oben kommen zu können. So. Aber ich sollte hier nicht nach unten fallen. Und die Musik wird übrigens immer epischer, irgendwie je weiter wir kommen. Was ich auch sehr cool finde. Na komm, jetzt mach halt. So. Und dann noch hier rüber. Okay. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Und wieder mal Gegner erwarten uns. Und zwar die Typen hier. Die sehen eigentlich fast genauso aus wie die anderen Exalfosse. Aber sie haben halt irgendwie noch Helme auf. Ich weiß nicht, ob ihnen das irgendwas bringt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Form stärker sind. Wir können mal schauen, ob die genauso viel aushalten. Oder ob sie mehr aushalten. Die halten genauso viel aus. Ja, vielleicht haben sie dann mehr Angriffskraft oder andere Attacken vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. So. Und hier. Ja, ich will die Kiste eigentlich gar nicht aufheben. So, und hier. Ja, genau. Jetzt kommt noch der Abschnitt hier. Der ist noch ein bisschen blöd. Denn das ist wieder, das ist nicht einfach, hier wieder nach oben zu kommen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege. Dann haben wir hier so, zack, und zack, ne, nein, ja. Das war leider wieder sehr blödes Timing hier. Das war jetzt sogar sehr blöd, weil ich bin jetzt in den Kreisel reingesprungen, habe dadurch Schaden genommen und ich bin jetzt auch noch runtergefallen, habe jetzt nochmal 4 Herzen Schaden dadurch genommen. Das waren jetzt also 6 Herzen insgesamt oder so. Ich sollte jetzt also nicht nochmal runterfallen, weil ansonsten muss ich meine Fehler geben. Das wäre ja richtig blöd. Soll ich mich jetzt heilen noch schnell? Ich weiß nicht. Aber warum hab ich denn hier keine Fee? Ist hier nicht irgendwo eine Fee? Das wäre eigentlich echt cool, wenn ich hier noch eine Fee, ja, Pfeile kriege. Schön. Warte mal, kann ich mit Pfeilen oder mit Bombenpfeilen oder so die Dinger umbringen? Ich teste mal kurz, aber ich glaube, nee. Ich mach kurz Bombenpfeile. Und dann nichts. Ja, ich muss mal kurz, Moment. Wartet. Arm. Nein. Okay, wäre auch zu schön gewesen. Na gut, dann halt wieder mit Leiter. Ich muss echt aufpassen. Weil meine Fee will ich jetzt nicht ergeben, wie gesagt. Moment. Muss man das richtige Timing finden. So. Zack. Und. Okay, es war knapp. Ich dachte, wenn das eine Ding schneller umgekehrt wäre, hätten wir ein Problem gehabt. Aber es passt noch alles. So. Und, wieder mal haben wir eine Nimbus-Kralle noch vor uns. Sind ja nicht sogar zwei eigentlich, dachte ich. Ne, ist nur eine. Aber du hast jetzt noch eine extrem starke Nimbus-Kralle, glaube ich, die sehr viel aushält. Hallöchen. Also ich glaube eigentlich schon, dass es verschiedene Versionen von Nimbusgarden gibt, weil ich glaube, der ist ein bisschen stärker als die anderen Nimbusgarden. Glaube ich zumindest. So, ich will auf jeden Fall gegen dich keinen Schaden nehmen, was aber nicht so einfach wird. Aber ich meine, an sich, wie gesagt, gegen Nimbusgarden kann ich ja jetzt mittlerweile einigermaßen gut vorgehen. Deswegen dürfte schon hoffentlich passen. So, ich warte mal kurz. Nein, ja, ist... Ja, zu langsam, scheiße. Ja, treffen lassen soll ich mir natürlich nicht, logischerweise. Okay, sehr schön. Ja, genau, ich soll einfach normale Hiebe machen. Gar keine Wirbelattacke unbedingt. So. Problem ist halt eben, dass ich nicht volle Herzen habe, aber ich meine, ich könnte mich natürlich dann gleich heilen, um dann volle Herzen, also in seiner zweiten Phase mich dann gleich heilen, um volle Herzen zu haben und auch richtig schön mit voller Stärke, mit eben doppelter Angriffskraft auf ihn draufhauen zu können. Soll ich das machen? Ich glaube, ich mache es sogar wirklich, dass wir das auch mal sehen können. Also hier, echte Schleimschläge gebe ich jetzt dafür her. So. Alles klar, und jetzt will ich aber auch treffen, bitte. Ja, sehr schön. Und bam, er lebt immer noch. Okay, er hält 4 von den großen Wirbelattacken aus. Aber war es nicht so, dass der... Und der Effekt hört jetzt schon gleich wieder auf, bestimmt, oder? Aber Dings sieht hier ziemlich cool aus eigentlich, finde ich. Mit gelber Rüstung. Und ich meine, ansonsten ist er auch überall gelb und schon wieder vorbei. Okay. Auf jeden Fall, das ist aber eigentlich ein bisschen komisch, weil ich hatte das Gefühl, dass der... Dass wenn ich meine normale Kraft hatte... Ist ja noch irgendwo jetzt eine Fee. Wenn ich meine normale Kraft hatte, hatte ich eigentlich das Gefühl... Nee, ich kriege keine mehr, natürlich. Hatte ich das Gefühl, dass da... Ein Gegner, von denen, wenn er keine Rüstung mehr hat, auch nur irgendwie 5 große Wirbelattacken oder so aushält. Und irgendwie war das jetzt wirklich überhaupt doppelte Stärke. Vielleicht war es ja wirklich so, dass der jetzt einfach mehr ausgehalten hat. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. So. Und das ist jetzt eben dieser Raum hier, von dem ich gesprochen habe, wo wir jetzt noch diesen extra Schlüssel brauchen. Und das ist es nochmal ein großer Schatzraum, denn hier werden wir noch einige Truhen bekommen. Ja, hier sind wirklich extrem viele. Hier sind 5 große Truhen einfach mal nebeneinander. Und dann hier noch... wartet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Truhen und Krüge auch noch. Vielleicht kann man in den Krügen dann noch Feen finden. Ich würde sagen, wir öffnen mal erst die kleinen und dann am Ende die großen dann natürlich noch als Krönung. Würde ich sagen, und ich hoffe jetzt, dass wir hier noch 2 Stempel finden werden, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, wir werden hier noch halt einen Stempel finden.
Und den anderen Stempel muss ich euch dann wohl noch reinschneiden, wie es scheint. Das ist auch ganz gut, weil der Part würde eh ein bisschen kürzer werden, weil ich will den Final Boss nicht mehr starten. Weil der würde dann eh ein bisschen kürzer werden, dann kann ich euch danach noch, dann noch den Stempel reinschneiden, wo er noch zu finden ist. Ist jetzt ein bisschen schade, dass wir... Also vielleicht finden wir jetzt doch noch hier zwei, ja. Aber ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Wir könnten auch Wasserbomben, aus irgendwelchen Gründen, die ich eh nicht mehr brauche. Ich glaube aber nicht, dass wir noch zwei finden werden. Ich glaube eher einen und den anderen werde ich dann eben euch noch gleich jetzt am Ende des Parts noch reinschneiden. Dass wir eben wirklich im nächsten Part dann uns nur um den finalen Boss kümmern können. Also im nächsten Part werde ich das dann nicht mehr zeigen, sondern dann noch in diesem Part hier, würde ich vorschlagen. Und ich muss dann wirklich leider nachgucken, wo der ist, weil ich halt keine Ahnung habe. Aber vielleicht, wie gesagt... Die Chancen stehen schon noch so irgendwie, dass wir noch zwei bekommen werden in diesen großen da, aber ich glaub's eher nicht. Wir schauen mal. So. Aber, also dass wir einen noch bekommen, das denke ich schon. Dass wir jetzt gar keinen hier mehr... Ah, Fee. Dass wir jetzt hier gar keinen mehr bekommen, das glaube ich nicht. Ich glaube, einen finden wir schon noch, oder? Das denke ich schon. So, hier ist eine Fee. Jetzt habe ich zwei Feen und noch einmal Feentau und einmal noch Lampenöl. Ich kann mal kurz noch mein Lampenöl auffüllen, einfach so. Vielleicht kriege ich hier nochmal irgendwo eine Fee. Und dann habe ich sogar drei Feen und Feentau. Ist mir natürlich nochmal cooler. So. Ja, schau mal, ist ja nochmal eine Fee sogar vielleicht? Ja, hier erstmal nicht. Aber man kann nicht eigentlich, die Rüstung kann ich doch auch zerstören, oder? Fällt mir gerade auf. Mit meinem Morgenstern, das will ich mal kurz machen. Finde ich da auch nochmal viele Rubine. Ich meine, viele Rubine sind natürlich auch nicht verkehrt wegen magischer Rüstung. Ich kann die zerstören, ja. Und ich finde hier aber gar nichts. Ich will mal noch die Truhen ein bisschen aufheben. Aber okay, das war aber schon die einzige. Aber ich meine, es gab ja hier einige Ritterrüstungen, die rumgestanden sind. Ich hätte vielleicht ein paar von denen zerstören sollen. Und gucken sollen, ob ich da irgendwas finden kann. Also Rubine halt oder so. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ne, passt schon. So, hier ist ansonsten nichts mehr, außer Rubine. Gut, dann jetzt hier die großen 5 Truhen. Und in denen finden wir erstmal 50 Rubine. Ja, das ist nicht so toll. Dann finden wir hier 10 Bombenkäfer. Das ist jetzt auch nicht gerade das allerbeste irgendwie. Dann finden wir in dieser hier 200 Rubine. Das ist schon ein bisschen cooler. Finde ich hier wirklich gar keinen Stempel mehr. Komm schon. Hier finden wir... Ein Stempel, sehr schön. Und zwar Stempel Zelda Fröhlich. Ich glaube jetzt nicht, dass in der letzten auch noch ein Stempel ist. Vielleicht auch doch. Wir schauen mal. Auf jeden Fall, der vorletzte haben wir hier. Ach. Ah, ja, wir haben alle gefunden, Leute. Wie cool ist das denn? Als Belohnung für das Sammeln von 49 Stempeln erhältst du hiermit einen ganz speziellen Stempel. Und zwar... Ja, jetzt werden wir hier ein bisschen gespoilert. So irgendwie. Okay, ja, das ist... Das ist aber cool, aber ich möchte noch die letzte auch schnell öffnen. Was finden wir hier noch? Noch 100 Rubine, okay. Das ist cool, also wir haben jetzt hier quasi noch zwei gefunden, so irgendwie. Wir haben zwar nur einen gefunden, aber wir kriegen, wenn man 49 Stempel sammelt, also die ersten 49, kriegt man den 50. oben drauf. Das heißt, ich habe es tatsächlich geschafft, ohne im Internet nachgucken zu müssen, alle Stempel zu finden. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich meine, ich habe zwar auch sehr lange nach diesen Höhlen da suchen müssen, aber trotzdem, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffen würde. Das freut mich jetzt echt. Das habe ich auch überhaupt nicht mehr, wirklich gar nicht mehr damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich war mir schon ganz sicher, dass ich euch das jetzt dann gleich noch reinschneiden muss irgendwie und dann mich noch auf die Suche machen muss oder halt eben nachgucken muss, wo er noch ist. Aber nee, wir haben tatsächlich es geschafft und haben hier alle Stempel gefunden. Das ist ja richtig cool. Das freut mich jetzt mal voll, dass ich das noch geschafft habe. Sehr schön. Das ist cool. Können wir mal hier kurz durchgehen durch alle hier eben am Anfang. Die ganzen Buchstaben. Dann hier noch Rubin, Schatztruhe, Herzteil, Herzcontainer. Ich gehe mal noch kurz alle kurz durch. Link fröhlich, Link wütend, Link traurig, Link überrascht, Link Wolf. Dann Midna fröhlich, wütend, traurig und überrascht. Die Tante haben wir hier noch. Dann auch bei Zelda fröhlich, wütend, traurig, überrascht. Dann noch Zanto und Agneta und Marumarkt. Ein Huhn, eine Fee und hier am Ende, ne, den Spoilerstempel haben wir hier noch. Okay. Sehr cool. Das freut mich jetzt echt, dass ich da noch alle gefunden habe. Sehr schön. Das heißt jetzt natürlich auch, dass der Part jetzt ein bisschen sehr viel kürzer wird sogar, als ich eigentlich dachte. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich will den finalen Bosskampf nicht mehr anfangen in diesem Part. Aber ich meine, wahrscheinlich wird dann der nächste länger, weil ich glaube, dass wir... Ich meine, beim nächsten Mal kommt dann noch erstmal ein bisschen Cutscene-Gedöns und ein bisschen Erklärungen und Gerede. Dann der finale Boss, der einfach mal 4 Millionen Phasen ungefähr hat. Also gut, lasst das Millionen hinten weg, dann passt es eher. Der auf jeden Fall einige Phasen hat. Und außerdem danach natürlich noch das Ending und die Credits und so weiter. Deswegen wird auf jeden Fall dann der nächste Part ein bisschen länger. Deswegen ist hoffentlich okay, dass der jetzt ein bisschen kürzer wird. Ich kann aber sogar noch, glaube ich, durch die Tür durchgehen, ne? Warte mal, ich will mal kurz auf die Karte gucken. Da ist doch noch nicht dann der Boss sofort. Na genau, da darf man noch ein bisschen entlang laufen. Ich glaube, der kommt noch nicht sofort, deswegen ich kann noch hier durchgehen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon dann den finalen Boss gleich auslöse. Aber im Original war es auf jeden Fall, glaube ich, so, dass hier der noch nicht kam, sondern dass ich erst noch weiter nach oben laufen muss und dann nochmal durch eine Tür durchgehen muss oder so. Ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche. Ja genau, sieht aber gut aus, richtig. Wir müssen hier noch nach oben gehen und da oben rein. Und da wird er stattfinden.
Ich darf jetzt also auf gar keinen Fall zu weit laufen. Ich muss auf jeden Fall davor dann anhalten. Also die Treppen darf ich da, glaube ich, noch so ein bisschen hochgehen. Ohne dass dann gleich die Cutscene kommt, wo dann der Boss starten wird. Aber nicht mehr weit darf ich nach oben gehen. Weil sobald ich eben dadurch die Mitte durchgehe, dann ist es vorbei. Deswegen stelle ich mich am besten hier unten hin, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay. Und ja genau, wisst ihr, was ich jetzt eigentlich noch machen könnte? Vielleicht soll ich noch im Miiverse was posten? Das kannst du natürlich noch machen, um den Part noch ein bisschen zu füllen. Dass ich jetzt noch mit den Stempeln etwas poste. Soll ich das noch machen? Einfach mal so. Ich mach's mal schnell. Ich weiß gar nicht, wie geht das überhaupt. Ich mach mal hier zu Stempel. Wie kann ich jetzt was im... Okay, posten. Da steht's ja schon. Soll ich noch was posten? Ich poste mal noch was. Dann wird der Part noch ein bisschen gefüllt. Wenn es nicht mehr interessiert, der kann ja schon abschalten oder ein bisschen vorspulen einfach. Ihr könnt es auch nicht sehen, was ich hier tippen will. Wie kann ich denn meine Stempel eigentlich benutzen? Wie geht das nochmal? Hier geht's, okay. Das wird nur ein bisschen umständlich, weil ich will eigentlich mit den hylianischen Buchstaben etwas posten. Das kann jetzt aber ein bisschen aufwendig werden, habe ich das Gefühl. Oh Gott, das wird ja mega aufwendig, ey. Was heißt das zu machen? Ich weiß nicht, ich mache das jetzt mal schnell. Das kann ich dann entziffern, was da steht. Das muss ich aber überlegen. Es ist nämlich blöd, weil da steht nämlich nicht dabei, was es für Buchstaben sind. Ja, ich werde das jetzt mal kurz rausschneiden, weil das. Da brauche ich jetzt ein bisschen, glaube ich, dafür. Weil es steht nämlich nicht dabei immer auf meinem Gamepad jetzt, was es für Buchstaben sind. Also was halt unsere Buchstaben sind, es steht halt nur die hylianische Schrift da, deswegen ich muss jetzt immer abzählen, welche Buchstaben ich haben will. Deswegen ich werde jetzt kurz das mal rausschneiden schnell. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier fertig gepostet habe. Oder halt kurz davor bin zu posten, also bis gleich. Okay, damit bin ich fertig. Ist es nicht gerade das Allerschönste geworden? Ich habe einfach ein paar Stempel dann auch noch draufgeklatscht, neben der Schrift, neben dem Schriftzug. Einfach ein paar random Sachen. Ist ein bisschen blöd, dass die ganzen Gesichter ich nicht draufgebracht habe, weil die einfach irgendwie zu fett waren und weil man die auch nicht drehen konnte, weil die alle nach links schauen mussten. Ich weiß nicht, kann man die Stempel irgendwie auch kleiner oder größer machen oder drehen oder sowas? Oder spiegeln? Weil das habe ich irgendwie nicht gefunden, die Option. Keine Ahnung. Ist auch egal. Es geht eh nur, also das Wichtigste ist auf jeden Fall der Schriftzug und ich send mal ab. So, der von dir fasste Inhalt wird nun versendet, bla bla, ich sende ab, yep. So, ich warte bitte. Ich weiß nicht, seht ihr das jetzt auch auf dem Fernseher gleich? Wird da jetzt gleich irgendwas erscheinen? Von dir verfasste Inhalte wurde erfolgreich gesendet. Ne, sieht man gar nicht. Okay, dann müsst ihr irgendwie was nachgucken, um das zu sehen. Auf jeden Fall mal kurz als Info, ihr könnt mir auch im Miiverse natürlich dann gerne folgen. Meine ID ist ViewMaster95, aber Freundesanfragen werde ich keine annehmen, weil das habe ich schon mal erklärt, weil da passen nur insgesamt 100 drauf. Und das wäre unfair, wenn ich mit ein paar von euch befreundet sein könnte, mit anderen nicht. Deswegen werde ich da einfach gar keine annehmen, aber folgen könnt ihr mir gerne, dann könnt ihr auch meine ganzen Beiträge sehen. Aber ich poste ja eh alle 6 Monate mal was, halt im Let's Play oder so, und das war's auch schon. Deswegen, ja, jetzt noch hier so ein bisschen random am Ende nur was posten. Dann war es jetzt aber am Ende erstmal soweit. Okay, gut. So, Leute. Dann, epische Atmosphäre hier übrigens, möchte ich mal auch kurz anmerken. Dann würde ich also sagen, war es das für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch, ja, oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten zum finalen Part dieses Spiels, dieses absoluten grandiosen Spiels. Da kommt dann eben noch der Final Boss, dann auch das Ending und die Credits und so weiter. Und das wird ziemlich cool werden, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Ansonsten kann ich jetzt auch mal kurz zeigen, haben wir ja wirklich alles andere gemacht. Wir haben hier die beste Geldbörse bekommen, wir haben den besten Köcher, wir haben alle Geisterseelen, ja Gerüche, die jetzt nicht, wir haben alle Goldinsekten, wir haben das Fangbuch komplettiert und auch sogar im Angelteich alles gemacht, was irgendwie ging, auch mit den zusätzlichen Ködern und diesem coolen Minispiel da. Okkulte Künste haben wir alle, Briefe haben wir, glaube ich, auch alle bekommen, denke ich mal, und Stempel haben wir auch alle gesammelt, also wir haben wirklich die absoluten vollen 100% gemacht, also mehr geht quasi nicht mehr und das alles im Mega-Ultra-Hardcore-Heldmodus. Die Schattenhülle haben wir auch komplettiert noch im Mega-Ultra-Hardcore-Heldmodus, also mehr geht nicht und das Einzige, was eben noch fehlt, ist der Final Boss und der kommt dann beim nächsten Mal. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.